So, starten wir rein in den FM. Wie geht's weiter? Wo waren wir? Genau, wir haben gegen Walldorf noch gespielt. Stehen aktuell jetzt, gerade mal wieder ein bisschen reinkommen, Dritter. Genau, wir hatten ja zuletzt, ging es ja ein bisschen bergauf, ne? Was so die Form anging und so. So, Küppers spielt momentan für Maverick. Maverick und Jojo sind verletzt. Stimmt, da war was. Da war was. Gehen wir nochmal fix durch. Es wird ein bisschen runter. Wir hatten es doch so schön in der... Du hast gut trainiert. Ja gut, dann springen wir erstmal weiter. Jetzt geht's gegen SV Unterflockenbach. Der Zweite gegen den Dritten. Welsh Striker. Da ist er ja wieder. So. Drake. 36 Monate. Vielen lieben Dank. So alt sind wir doch noch gar nicht, ja. Ist verrückt, oder? Verrückt. Drake, vielen lieben Dank für den Resub und danke für den Support. So, unser Trainingszentrum ist auch weiter ausgebaut. Dann können wir jetzt gerade mal gucken. Die Trainingsplätze waren, glaube ich, die ich als nächstes ausbauen wollte, ja. Trainingsplätze. Die medizinische Abteilung. Bauen wir auch mal weiter raus. Freddy, grüß dich. So. Zeldenrust hat eine Rippenprellung, Jugendspieler entdeckt. Was kann er? 16 Jahre, 3 Sterne nehmen wir mit rein. Das passt. Wartet mal, ich glaube, ich habe hier aber noch. Wartet mal, ich muss gerade mal fix was machen. Denn mir ist aufgefallen, beziehungsweise auch Mike hat mich darauf hingewiesen, dass sein Spielerbild noch gar nicht drin ist. Das müssen wir natürlich noch ergänzen. Bild speichern. Ja, machen wir unter Downloads. Ist wurscht. Das ziehen wir jetzt bloß mal fix hier rein. So. Jetzt hat Mike natürlich auch sein Bild, ne? Passt. So, wir haben spielfrei, genau das war's. Ich würde hier vielleicht nochmal ein Freundschaftsspiel ansetzen wollen. Gegen die A-Jugend. Ja komm, dann machen wir in der A-Jugend auf dem Trainingsgelände. Es ist ja Hauptsache, wir bleiben irgendwie ein bisschen in Form und machen hier mal eine Spielerfeier. Und dann geht's gegen Unterflockenbach. So, Zeldenrust. Ach, 3 Verletzte, Alter. Ist gar nicht so gut. Fanbeliebtheit müsste auch mal ein bisschen nach oben gehen, ne? Maverick ist noch angeschlagen. Ah, das heißt aber, er wird fit sein gegen Unterflockenbach. Wattenscheid 09. Geil. So, der Bieber kann nach Hause. Das können wir gleich nochmal aufräumen, bevor wir jetzt hier... So, einen lassen wir da. Selbiges tun wir hier.
B-Jugend sieht ein bisschen besser aus wie die A-Jugend. So von der Stärke jetzt im Allgemeinen. So, Trainingslauf. Und nochmal wegen der Teamdynamik. Du hast gut trainiert. Ja, wir bleiben genauso stehen. Nächster mal rein. Madame hat sich wieder gemeldet. Wimoto, grüß dich, hi. So, dann Tequila mal rein. Chucky bringen wir dann wahrscheinlich auch nochmal. Rechts außen mal ausgewechselt. Innenverteidiger nehmen wir Gleisner mal raus. Und FIFA Rules kriegt auch mal eine kurze Pause. So, Tequila macht gleich mal eine Bude. Anulo auch noch eine Bude. Dann würde ich sagen, Chucky mal noch rein. Schumacher noch rein. Gut, das war jetzt mal ein bisschen deutlicher. Und Tequila, bester Mann. Stimmung ist wenigstens gut bei uns. So, Trainingslauf, Abfahrt. Aber wir haben schon wieder Oktober, ey. Aber die Verträge haben wir ja alle so weit verlängert. Ach nee, jetzt ist Krogemann verletzt. So, Pat informiert uns, dass Twettermann im Spiel gegen ihr Team nicht spielen. Das ist Pech, ich hätte, okay. Mehr Interesse an Fußball, interessiert sich ab jetzt mehr für Fußball. Sehr schön. Jojo ist wieder fit. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen umstellen. Ist tatsächlich Timoff rein jetzt. Maverick ist noch angeschlagen. Ich hätte aber gerne Jojo gleich wieder drin. Bin echt am überlegen, ob wir N mal ausleihen. Im Winter. Der muss erstmal zu seiner Form kommen irgendwie. Der baut bei uns nicht wirklich so auf, wie er aufbauen soll. Maverick kriegt noch eine Auszeit. Ja, passt. So, wir quatschen nochmal. Super letztes Spiel. Sitzt Maverick mit Krogemann auf der Bühne. Ja, manchmal, ne? Das Leben ist kein Ponyschlecken oder so ähnlich. So, deine Mannschaftsführung ist klasse. Welsh Striker, gib im Training alles. So, das wird jetzt ein wichtiges Spiel. Geh mal rein. Die werden noch beste Freunde. Ah, Krogemann gibt bestimmt ein Bier aus. Was soll denn passieren? So, und der Flockenbach führt 1-0. Oh, FIFA Rules heute komplett neben der Kappe. Können wir noch abfangen. 1-1, sehr geil. Komm, Führungstreffer. 1-2. Yes.
ganz wichtige 3 Punkte. Ganz wichtige 3 Punkte gegen Unterflockenbach. Und Chucky hat's gemacht. Vorlage an Lulu. Olin, bester Mann. Das war knapp. Status Bericht Verletzung. Okay, Krogemann fällt noch 2 Wochen aus. Poppen 10% weniger Besucher. Wie sieht's denn da eigentlich im Allgemeinen mal aus? Ja, wir verdienen schon. Also wir legen zumindest nichts drauf. Das ist schon mal. Das ist schon mal so verkehrt nicht. Oh, aber unsere Kohle geht ziemlich runter. Ja, wir haben jetzt wieder für den Ausbau ziemlich hingelegt. Aufstieg wäre halt echt wichtig, allein schon wegen dem Geld. Ja, bitte erhöhen. Hauptsponsor spielt Siegprämien ausricht. Welsh Striker nervt Colin. Was ist da los? Leute, was ist da los? So, Maverick ist wieder fit. Lass mal kurz die Verträge nochmal durchgucken. Küppers, Krogemann. Also wir müssen entweder im Winter jetzt dann mal schauen, wen wir da noch kriegen, beziehungsweise wen wir halt auch verlängern, wenn er nicht ausgeliehen ist. Die komplette Community ist schon verlängert. Aber geldmäßig ist momentan halt auch nicht so pralle. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Und ich wollte kein Metal hören in der Kabine. Hip-Hop runter vom Haus und hör mit dem Metal auf. So. Sollte eigentlich machbar sein gegen Fuchsstadt. Anulo steht kurz vor einer Gelbsperre. Borussia Dortmund hat Interesse an uns. Er braucht auf jeden Fall einen neuen Mentor. Und es gab wieder neue Spieler. Guck mal, es wird hier, es wird. B-Jugend, selbiges. Steht auf Allee. Kannst du nicht so machen, sowas. Guten Appetit. Starfleet, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Und Starfleet, vielen lieben Dank für den Resub im 9. Danke dir. Wir bewegen uns aufs Jahr zu, Starfleet. Vielen lieben Dank. Van Halen, genau. Ah. Van Halen. So, ich würde sagen, Maverick darf wieder zum Einsatz, Küppers aber auf die Bank. Abfahrt. 1-0, erste Minute Jojo. 2-0. 2-1. Ah, 4-1, 5-1, jawoll. So, Maverick gleich gelb gesehen, aber Maverick lassen wir auch nur eine Halbzeit spielen. Lass mal Chucky mal ran. Denk hoch, verlieren wir es nicht mehr beim 6-1. Sehr schön. Und was fürs Torverhältnis getan. Aber hier ist alles schon wieder so saueng zusammen. 2 Punkte Rückstand auf Gießen. Jetzt dürfen wir es halt nur nicht verkacken.
Ah, oh, jetzt kommt der direktes Verfolgerduell. Mannschaft der Woche, Colin ist drin. Super letztes Spiel. Sponsor bezahlt Siegprämie, da wollte ich noch hin. Ich wollte noch unserem Sponsor mal wieder ein paar Freikarten geben. FM-Zocker. Passt. So, weiter geht's. Kiste Bier als Siegprämie wegen mir. Wenn wir den Aufstieg schaffen, stelle ich einen ganzen Bierlaster dahin. So, was haben wir? Topspiel. FC Gießen gegen California FC. Der FSV Frankfurt hat Interesse an uns. Wo spielen die denn? Boah, in der Regionalliga spielen die mittlerweile. Alter. Krass, oder? Die Stuttgarter Kickers auch. Guck mal, aber Eintracht Frankfurt 2. Regionalliga auch gleich Vierter, ne? Ja, die schieben halt hin und her. Die schieben halt hin und her. So, du hast gut trainiert. Welsh Striker soll mal ein bisschen... Vertragt euch wieder. Okay, er geht schon mal wenigstens drauf ein. Gibt nur Faxe, 1 Liter Dosen. Oh, lecker Faxe. So, unfaire Gehälter haben wir auch noch 4. Ja, das wird sich jetzt im Winter, wird sich das klären. Ich denke, das wird sich jetzt im Winter definitiv klären. So, wir speichern gerade mal. Aber gut, das Faxe. Ja gut, alles ist besser wie Oettinger. Eins, okay. Komm, macht noch eins. 1-1 gegen den Tabellenführer. Immerhin 2 Punkte geklaut. Okay, Krogermann fällt noch 6 Tage aus, das heißt, der wird dann auch wieder fit. Transfer der Woche, Boateng wechselt zu Salt Lake in die USA. Die Major League Soccer wechselt da. Der Jerome. Wo war der vereinslos? Ja, klar, der hat ja... Wo spielt denn der jetzt tatsächlich? Der tatsächlich vereinslos aktuelle Boateng. Kann er noch ein paar Millionen abgreifen. Naja, in den USA ist es nicht so krass, ne, mit dem Salary Cap, was die haben. Da gilt er halt bei Salt Lake als Spitzenverdiener. Dann dürfen sie aber keinen anderen mehr ranholen. So, Finalstadion. Bei Olympique Marseille und Celtic Glasgow. Spielt er noch in Lyon, tatsächlich? Ich dachte, der wird nicht verlängert. Im Real Life jetzt. Da habe ich da irgendwas gelesen, dass es da um... Ja, vielleicht haben sie dann doch. Dann habe ich es nicht mitbekommen. So, SG Bornheim Grün-Weiß.
Well, Striker sucht das Gespräch, die Standpunkte bleiben unvereinbar. Hm. So, er ist noch angeschlagen, das heißt, wir bleiben so stehen. Ich glaube, ein N werden wir mal hier, werden wir definitiv ausleihen im Winter. Das ist ein bisschen zu schade, wenn der sich nicht so entwickelt, wie wir das wollen. Vielleicht klappt es bei einem anderen Verein besser. Und dann können wir ihn ja wieder zurücknehmen. So, du hast gut trainiert. Seit 21/22 bei Lyon, ja, das wusste ich, dass der bei Lyon spielt. Aber ich dachte irgendwie, da ging es jetzt drum, der hat doch nur einen Jahresvertrag gehabt. Oder habe ich mich verlesen? Habe ich mich da etwa verlesen? Ist ja auch wurscht. So, nochmal in die Jugend gucken. Gibt's auch wieder Nachwuchs. Ah, guck mal, wird aber immer besser, ne? So, und dann ist die Frage, die Stärke, 24, da würde ich fast sagen, er geht nach Hause. Mit 30 Minimum in der A-Jugend. In der B-Jugend. Erstmal Talent. Dann hier mindestens 20. Würde ich sagen. Warum leere Flasche im Kühlschrank? Hä? Warum haben die Ostfriesen immer eine leere Flasche im Kühlschrank? Könnte ja mal sein, dass jemand vorbeikommt, der nichts trinken will. Der hat so ein Bart. So. Abfahrt. So, Gleisner, gleich mal das 1-0 reingeballert. 3-0. Zentrales Mittelfeld. Da darf Tequila mal rein. Haben sie denn gespielt, die Gießener? Flockenbach hat verloren. Gießen 1-4 gegen Edersheim. Colin, guckst du dir an. Hat er rumgemeckert oder was? Rohrreinigung. Sponsor zufrieden und bezahlt die Siegprämie von 82 Euro. Da lässt sich aber FM-Zocker auch nicht lumpen, finde ich, ne? Da hauen sie immer ordentlich raus. Gut. Wir gehen trainieren. Und dann würde ich sagen, schieben wir erstmal dem Verein wieder unsere Kohle rüber. Sonst wird es eng noch mit dem Spieler verpflichten oder so im Winter. Trainingsziel erreicht. Holstein Kiel hat Interesse an uns. Rechts außen eine 42, ja noch reicht's nicht lang. Reicht's noch nicht für Rolando. So, wieder reingucken.
Sieht doch jetzt aber schon mal ganz gut aus. Hier Bud Spencer als Linksaußen. Kevin Tausch. Schöttke. Also hochziehen auf jeden Fall. Er zum Beispiel, ja, das ist, der hat nicht wirklich Talent. Obwohl, nee, der ist eigentlich rechter Mittelfeldspieler. Spielen wir halt nicht. So, lassen wir mal spielfrei. Ah, weiß nicht. Vielleicht haben wir hier irgendwo noch ein Freundschaftsspiel. Ah, guck mal hier. Den SC Brühl. Da ballern wir mal noch einen raus. Wird denn sein. Jojo Doppelpack, Alter. Habt ihr gesehen? Jojo mit einem Doppelpack. So, wir wechseln einmal kompletto. Chucky vorne rein. Und der Holger darf auch mal ran. Wir waren ja heute wieder mega, absolut. Oh, Welsh Striker, Alter, als Innenverteidiger. Ist 5-0 reingeballert. Und wieder bester Mann. Junge, wie er steil geht. Gut. So, Krogemann müsste wieder fit sein. Der Fels in der Brandung, sagt er. Absolut. Bester Mann. So, was geht in der Jugendmannschaft? Der Marco Freitag hat hier einen falschen Mentor. Trainiert denn gerade Zweikampf? Okay, dann trainiert du mal ohne irgendjemand. Das passt hier auch noch alles. Stimmung ist gut, also wenn das so bleibt, ne? Wenn das echt so bleibt, haben wir gute Chancen, aber es muss so bleiben. So, Würzburger FV. Gießen gewinnt gegen Tükücü Friedberg. Florian, moin. Immer noch kein Aufstieg. Nee, auch. Wir sind ja gerade mal in der zweiten Saison. Das ist das FM, das weißt du ja, ja. Ja. Grabfeld-Gallier. Die sind geil. Alter, dieses ist aber auch ein teurer Spaß hier. Colin ist verletzt. Das haut jetzt natürlich rein. So, gibt's wieder 140 Tacken von FM-Zocke. Integrationsproblem. Was ist denn los?
sprichst nur Holländisch, das ist doch nicht so schwer. Dolmetscher anstellen. Nee, komm, wir lassen es raus, vielleicht geht er im Winter. Ich weiß es noch nicht. 5 Wochen fällt Colin aus. Na, läuft. Ja, Tequila, jetzt musst du zeigen, was du kannst. Hm. TSV Großbadorf. Badorf, was? Großbadorf? Ich trage Colin, Alter. Hm, hilft ja nichts. Rot-Weiß Darmstadt. Die Gallia. Ist schon cool eigentlich, ne? Da komm. Heimspiel. Zu Hause sind wir eine Macht, haben sie gesagt. Aber nicht mit der Leistung. Komm. Es gibt 0-0. Nein. Aber Gießen hat auch nur unentschieden gespielt. Ui, Glück gehabt. Und Maverick, bester Mann. So, wer soll den World Player des Jahres werden? Den kennen wir. Jack Grealish. Sadio Mané. Robert Lewandowski. Oiming Son? Ja, Mohamed Salah. Na, so stimmen wir ab. So gar nicht nach Sympathiepunkten. Wie viele Spiele haben wir denn jetzt eigentlich noch bis zur Winterpause? Viel könnte es nicht mehr sein. Jetzt erstmal gegen den Absteiger. Dortmund hat verloren. Anulu, was ist da los? Alle nur von RB Leipzig. Kriegst du das Brechen? Gut. Auf jeden Fall hat es was gebracht, den neuen Fitnesstrainer ranzuholen. Also die Fitness ist diese Saison wesentlich besser. Rogemann kommt auf jeden Fall gleich mal wieder rein und ihn setzen wir auf die Bank. Für. Nass. Was ist denn? Schlecht gelaunt? Ist heute ein wenig schlecht gelaunt. Es gibt einen kleinen Streit. Ja, mein Gott, komm vor. Passiert in den besten Familien. So, Abfahrt. Mir wäre es arg recht, wenn das jetzt schon so Ende der Saison wäre. Weil jetzt kommt wieder der große Einbruch, wetten? Wieder nur 0-0 gespielt, aber auch Gießen hat 0-0 gespielt. Aber unter Flockenbach kommt jetzt ran.
Hey. Mittelfeld, Weltklasse, Joshua Kimmich. So, und schon haben wir wieder Dezember. Trainingsplätze, okay, wir müssen jetzt aber ein bisschen sparen. Wir können jetzt nicht gleich weiter ausbauen. So, alle erreichen Trainingsziel. Wir haben jetzt noch 1-2 Spiele. Dann ist Winterpause. Das heißt, hier können wir aber schon mal wieder ein Freundschaftsspiel ansetzen. Eilendorf, ja, das passt. Da fahren wir zu dir. Oh Gott, das will was ein Rasen. Guck dir das an. Was ein Acker. Dann gucken wir auf jeden Fall jetzt mal im Winter bezüglich Spielern. So, Krogemann ist zwar noch nicht so fit, aber da muss er durch jetzt. Sieg wäre jetzt gut wieder. 1-0, jawohl. Komm, komm. Och nein, Leute, jetzt lasst euch da nicht... Oh Gott, am Ende noch verloren. Ah, jetzt geht's wieder bergab. Jetzt kommt wieder das große Tief. Sauber. JCG, grüß dich. Vielleicht könnte uns jetzt die Winterpause retten. Ein Einlass. Ihrem Spieler erstmal wurde ein Einlass in die angesagt. Ist ein Szene-Disco der Stadt verweigert. Was denn für eine Szene-Disco in Kalifornien? Er verliert 10 Moralpunkte. Ja, du wirst auch gehen. Oder bist du nur geliehen? Du bist geliehen, das heißt, für dich wird es im Winter keinen weiteren Platz bei uns geben. Mann, ey. Kommt wieder der tiefe Einbruch. Waldhof. So. Du hast gut trainiert. So. Komm, jetzt aber. Heimspiel gegen Steinbach. Die führen 1-0, 1-1, 2-1, gut. Das will ich euch auch geraten haben. Edersheim springt 1 vor. Was machen wir denn jetzt wieder? 2-2 gespielt, naja, dann reißt er halt gar nichts, ne? Das ist halt... Anulu hat mal wieder recht, es bleibt nicht so, es ist der FM.
So, müssen wir hier noch was für Charity Gala? Bestimmt nicht. Haben wir eine Weihnachtsfeier? Ja.